Hallo ihr Lieben, wir begrüßen euch, die Timis, die sind, oh der Filou, ihr wisst vielleicht, der Filou sitzt jetzt da unten, seht ihr nicht, und bellt die Timis an, weil jener hier, das machen wir mal schnell. Ja, ist doch gut. Gleich ist er still. So, das musste jetzt sein. Ich wollte eigentlich euch sagen, so, jetzt sind wir fertig. Nein, Schluss jetzt. Ja, Filou und die Timmy sind sich manchmal nicht so ganz grün, weil er nicht reinbeißen darf. Das erlaube ich ihm nicht, ja. Und ihr seht, es sind jetzt 3 Stück. 1, 2, 3. Ich habe ja noch einen ganz kleinen. Der ist jetzt nicht da. Und wir begrüßen euch zu einer neuen Kamishibai-Theatervorstellung. Und zwar habe ich euch die Geschichte mitgebracht, die Olschis aus Schmuddelfink. Es gibt viele Olschi-Bücher und auch Olschi-Geschichten. Ich denke, manche von euch werden es kennen und deswegen legen wir jetzt einfach mal los. Ich muss die Timis allerdings noch gut verstauen, Filou, dass du da nicht drankommst. Ihr hört ihn nur, er hat gerade mit den Ohren geschlagen. Macht's gut. So, er guckt schon ganz genau, wo ich es hin mache. Jetzt mache ich es hinten dran. Und dann hoffen wir, dass nichts runterfällt. So, okay. Und wie immer, der Vorhang geht auf. Und ihr seht das erste Bild. So. Dann gucken wir mal, was da alles zu sehen gibt. Ich lese es euch mal vor. Auf dem Müllberg von Schmuddelfink wohnen die grünen Olschis. Die Olschis finden Müll ganz toll. Sie waschen sich nie. Die Zähne putzen sie sich natürlich auch nicht. Und wenn sie gähnen, stinkt es so sehr, dass die Fliegen abstürzen und ohnmächtig auf die Erde fallen. Auf dem Kopf haben die Olschis 3 Hörner. Das sind ihre Ohren. Damit hören sie Ameisen husten, Regenwürmer rülpsen und Gänseblümchen wachsen. Die Olschis sind zwar klein, aber sehr stark. Alle zusammen können sie sogar einen dicken Elefanten in die Luft stemmen. Am liebsten muffeln die Olschis den lieben langen Tag vor sich hin. Oder sie nehmen Müllbäder und hüpfen durch Schlammpfützen. Aber manchmal fallen ihnen plötzlich 1000 Dinge ein, die sie tun möchten. Ja, da seht ihr die Olschis, wie gesagt, das ist ja eine große Familie. Die Mücken, die da immer runterfallen und ganz viel Müll. Hier, die balancieren da eine Dose auf der Nase. Also die haben immer viel Quatsch im Kopf und da gibt es auch ganz viel zu tun und zu sehen und zu arbeiten und zu faulenzen. Der hier zum Beispiel nuckelt an einem Knochen. Ihr seht, da ist schon einiges los auf dem Müllplatz, gell? Dann gucken wir uns mal das nächste Bild. So, ja, was machen sie denn da? Oh wei. Heute möchte Olschi Mama etwas besonders Leckeres kochen. Olschis mögen allerdings keine Nudeln, kein Eis und keine Pizza und Schokolade schon gar nicht. Sie essen viel lieber Schuhsohlen, Plastiktüten, Regenschirme, rostige Nägel, zerbrochene Flaschen und jede Menge anderen Krempel. Mit ihren harten Zehen knacken sie sogar Stein und Eisen. Kinder, könnt ihr mir mal suchen helfen? Ruft Olschi Mama. Ich möchte heute Schnürsenkelsuppe kochen und brauche dafür noch eine Menge Schnürsenkel. Schleime, Schlamm und Käsefuß, rufen die Olschi Kinder. Wir wollen jetzt aber viel lieber Matschknödel werfen. Das sieht man hier auch sehr gut, wie sie sich gegenseitig die Knödel ins Gesicht hauen, wenn die Olschi-Mama sehr gerne hätte, dass sie Schnürsenkel suchen. Seht ihr? Da hat sie nur einen und die braucht noch ganz viele, sonst wird es nichts mit dem Essen. Aber ich glaube, die Olschi-Kinder haben einfach überhaupt keine Lust dazu. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Olschi-Oma möchte in der Olschi-Höhle ein bisschen Dreck machen. Die Olschis haben es nämlich gern so richtig schmuddelig, schmutzig
und schlampig. Kinder, stöhnt Olschi Oma, könnt ihr mir helfen? Im Wohnzimmer sieht es so entsetzlich sauber aus. Wir müssen dringend mal wieder Staub und Abfall reinwerfen. Schleime, Schlamm und Käsefuß, rufen die Olschi-Kinder. Wir wollen doch aber erst noch ein bisschen im Müll baden. Und wie ihr seht, machen sie das tatsächlich. Die baden im Müll. Die haben hier eine Badewanne. Und guck mal, was da alles drin ist. Da will sogar der Frosch dazu. Ach Gott, und Fischgräten. Und oh, also unglaublich. Alles, was das Herz begehrt an Müll. Und wie die sich wohlfühlen und freuen. Da oben ist noch ein Mäuschen. Das will auch mitmachen. Die wollen also nie helfen. Die reden sich immer raus und sagen, nein, nein, wir wollen erst was anderes machen. Da haben wir jetzt überhaupt keine Lust. Mal gucken, wo das noch hinführt. Olschi Papa möchte für Olschi Baby einen Kinderwagen bauen. Das ist aber gar nicht so einfach. Zack! Schon hat er sich mit dem schweren Hammer auf den Daumen gehauen. Wurmiger Krötenfurz, schreit Olschi Papa. Kinder, könnt ihr mir mal helfen, das verflixte Bretter festzuhalten? Schleime, Schlamm und Käsefuß, rufen die Olschi Kinder. Erst müssen wir aber noch ein bisschen Reifen werfen. Also so wie wir Ball spielen, werfen die hier Reifen rum. Auch eine Idee, ne? Wollen sie aber wieder nicht helfen, obwohl sich der Olschi Papa auf den Daumen gehauen hat und so dringend Hilfe braucht, denken die Olschi Kinder nur an sich und was sie spielen möchten. Olschi Baby heult. Es mag heute nicht in seiner Obstkiste liegen. Das ist ihm viel zu langweilig. Olschi Baby brüllt lauter als der lauteste Rasenmäher. Kinder, ruft Olschi Mama, könnt ihr euch mal eine Weile um Olschi Baby kümmern? Schleime, Schlamm und Käsefuß, rufen die Olschi Kinder. Wir wollen aber erst noch ein bisschen in den Schlammpfützen herumspringen. Und da seht ihr es ja auch wieder. Alles, was dreckig macht, macht den Olschi Kindern Spaß. Und wieder helfen sie nicht, obwohl das Olschi Baby heult und schreit und es ist ihm langweilig und es hat keine Lust, alleine zu sein. Denken die zwei nur an sich. Olschi Opa hat ein paar Fahrradreifen in den Ofen geworfen und freut sich über die rosigen Stinkerwolken. Rattige Rostbeute, was für ein herrliches Lüftchen, schwärmt er. Welch himmlisch olschiges Düftchen. Kinder, soll ich euch mal eine Geschichte erzählen? Vor 500 Jahren, da habe ich etwas ganz Oberolschiges erlebt. Schleime, Schlamm und Käsefuß, rufen die Olschi-Kinder. Wir wollen jetzt aber viel lieber ein bisschen mit dem Feuerstuhl herumfliegen. Ja, und was ist der Feuerstuhl? Die haben natürlich auch noch einen Drachen. Und der fliegt sie durch die Gegend. Und da winken sie und sagen, nein, wir wollen dir jetzt nicht zuhören. Wir wollen lieber fliegen mit unserem Feuerstuhl. Ja, das würde ich auch machen. Das macht bestimmt wahnsinnig Spaß. Schau, wie die Olschi-Kinder sausen, durch rosig-schwarze Wolken brausen. Der Drache spotzt und dröhnt und knattert, dem Olschi-Kind die Hose flattert. Ja, seht ihr, die fliegen da durch die stinkigen Wolken und finden das natürlich auch ganz toll. Sind sie auch ein bisschen schmutzig, logischerweise. Seht ihr, da kommen sie da. Und schon kommen sie ganz verrußt hinten wieder raus. Oh, da wäre auch mal ein Bad fällig. Was meint ihr? Aber die baden ja gar nicht gern, die wollen ja so sein. Beim Krötenfurz, wie hoch sie sind, sie fliegen schneller als der Wind. Den Olschi-Kindern macht das Spaß und Feuerstuhl gibt richtig Gas. Den Doppellooping kann er auch, das kitzelt schön im Olschi-Bauch. Er fliegt ein Stück verkehrt herum, den Olschis dreht den Magen rum. Ja, da gucken sie auch gar nicht mehr so glücklich, wie ihr seht. Ja, da lachen sie noch und dann machen sie und guckt mal, wie sie jetzt gucken. Ich glaube, denen ist so richtig übel. Denken sie, das war jetzt aber nicht so toll. Ja, es geschieht euch gerade recht. Ihr denkt ja auch nur an euch. Erst am Abend kommen die Olschi-Kinder zurück. Das seid ihr ja endlich, ruft Olschi-Mama. Das Essen steht schon auf dem Tisch. Gibt es wieder gebratene Nägel, freuen sich die Olschi-Kinder und lecken sich die Lippen? Nein, sagt Olschi-Papa, die Nägel habe ich alle für den Kinderwagen gebraucht. Aha, ja, genau.
Das Olschibi hat doch einen Kinderwagen gebraucht, seht ihr? Und ich würde mal sagen, da unten sitzt es recht vergnügt in seinem neuen Wagen. Und es gibt nun mal keine rostigen Nägel zu essen. Ja, es war ja eigentlich Schnürsenkelsuppe geplant, wenn ihr euch noch erinnern könnt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob man da noch mitkriegt, was die essen. Ja, da wird es tatsächlich gesagt. Es gibt Plastiktütensalat mit Gräten, sagt Olschi Mama. Danach gehackte Topflappen in Schnürsenkelsuppe und als Nachtisch Stinkerkuchen mit Glühbirnenkompott. Lasst es euch schmecken und haut rein. Das lassen sich die Olschi nicht zweimal sagen. Sie schmatzen, schlappern und rülpsen, dass es eine Freude ist. Olschi Oma hat direkt eine Kerze unter ein paar faule Eier gestellt. Das gibt so einen richtig appetitlich olschigen Duft. Jetzt fehlt nur noch ein Schlückchen Fahrradöl, schwärmt Olschi Opa. Das Fahrradöl habe ich auch für den Kinderwagen gebraucht, sagt Olschi Papa. Knorriger Kröterich, knurrt Olschi Opa. Dann trinke ich eben Haarshampoo. Naja, wenn's schmeckt, ne, Leute? Oh Jesus, also bei dem Essen möchte ich tatsächlich nicht dabei sein. Ich glaube, das ist nicht ganz unsere Geschmacksrichtung. Aber ihr seht, wie glücklich und zufrieden sie alle gucken und was da alles auf dem Tisch steht. Mein lieber Mann, die lassen sich's echt olschig gut gehen. Ja. Jetzt wird sich bestimmt mal ausgeruht, so wie das aussieht. Ja, da steht's doch. Nach dem Essen müssen die Olschis erstmal in Ruhe verdauen. Nur die Olschi-Kinder wollen sich nicht ausruhen. Sie hüpfen von einem aufs andere Bein. Dürfen wir jetzt helfen, rufen sie. Jetzt möchten wir gern aufs Baby aufpassen und dazu die Geschichte hören. Und dann wollen wir Dreck machen und Schnürsenkel suchen und Bretter halten. Sie nickten so heftig mit den Köpfen, dass ihre Hörhörner wackeln. Aber das ist doch jetzt schon alles erledigt, sagt Olschi Mama. Wir könnten höchstens noch unser Olschi-Lied singen, meint Olschi Papa. Habt ihr dazu Lust? Das Olschi-Lied, okay. Na, da ruhen sich alle aus, sind sehr satt und zufrieden, wie man sieht. Und na klar haben sie Lust. Olschi Papa schnappt sich die alte Gießkanne und fängt an zu tröten. Dann krölen alle Olschis aus voller Kehle das Olschi-Lied. Laut und schauerlich wie eine Kreissäge schallt ihr olschiger Gesang über die Müllkippe. Ja, das sieht man. Oh, die haben alle den Mund aufgerissen und alle haben so nur zwei Zähne. Guckt mal. Hm? Und die Gießkanne hier, da wird trompetet. Seht mal. Und die Fledermaus, die kriegt einen Schreck, seht ihr, die guckt ganz erschreckt und denkt, was ist denn hier los? Oh je, jetzt gucken wir mal noch, wie das Olschi-Lied geht. Das ist der Text vom Olschi-Lied, den lese ich euch jetzt mal noch vor. Wenn wir Stinkerbrühe trinken und in Matschlöchern versinken, fühlen wir uns muffelwohl, das Leben ist doch wundervoll. Muffelfurz und Müllbergschlecker, Abfall schmeckt doch wirklich lecker, Schleime, Schlamm und Käsefuß, das Leben ist ein Hochgenuss. Und das allererste, das steht noch hier drauf, Fliegenschiss und Olschifurz, das Leben ist doch viel zu kurz. Wir lieben Schlick und Schlamm und Schleim, das Leben kann nicht schöner sein. Ja, das seht ihr mal, die Olschis fühlen sich im Dreck wohl. Wir duschen doch mal ganz gerne, was die Olschis niemals machen. Und deswegen würde ich sagen, bleiben wir so, wie wir sind. Und die Olschis sind aber trotzdem sehr lustig. Und es war wieder eine tolle Geschichte zum Lachen mit ein paar tollen Wörtern, die ihr aber nicht unbedingt lernen müsst. Und hiermit verabschieden wir uns. Der Vorhang geht zu. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Schön, dass ihr dabei wart und bis bald. Macht's gut.